Ich möchte Ihnen eine Patientin vorstellen, die sich auch hier im Februar erstmalig vorgestellt hat, 33 Jahre weiblich. Und sie kam mit folgendem Befund. Sie hat nämlich auch einen Keratokonus. Und die Frage war nach einer Sehverbesserung am rechten Auge bei Kontaktlinsenintoleranz. Hier sehen Sie das rechte Auge. Wenn Sie eben in der Kornea-Sitzung aufgepasst haben, dann sehen Sie hier diese klassische Formation einer Femtokeratoplastik. Da ist also eine Femtokeratoplastik durchgeführt worden, extern in Mexiko, und ein sogenanntes Pilz- oder Mushroom-Profil. Das hat der Kollege sehr schön gemacht. Allerdings, wie gesagt, auch da muss man gucken, dass man die Fäden nicht zu früh zieht. Nach Fadenex kam es zu einer Wunddehiszenz und danach ist die Sehschärfe deutlich schlechter geworden. Man kann hier, konnte man auf der rechten Seite praktisch alles herausrefraktionieren zwischen minus 8 und minus 15 und Zylinder, wie Sie wollten, zwischen minus 1 und minus 7. Das war alles ähnlich oder gleich schlecht. Auf der linken Seite war ein intrakornealer Ring gemacht und da war die Patientin zufrieden mit einem mit einer Refraktion von etwa minus 7. Hier ist nochmal präoperativ die Keratoplastik gezeigt. Die ist sehr schön gemacht. Auch die Endothelzellzahl von knapp 1800 Zellen ist für eine Keratoplastik postoperativ nicht schlecht. Also eine schöne Keratoplastik, die man noch nicht austauschen will bei der Patientin. Und aber ein Visus, der sich auch mit einer Kontaktlinse nicht richtig steigern lässt und eine Kontaktlinsenintoleranz. Wenn wir uns das nochmal ansehen hier, den Befund präoperativ. Hier sehen Sie nochmal, die objektive Refraktion ist bei minus 15, 7, 5, minus 9. Und Sie sehen, dass hier so die untere Hornhaut sich ein wenig nach vorne wölbt. Also hier begegnen sich, wenn Sie jetzt wollen, Kornea-Chirurgie und refraktive Chirurgie an der Stelle. Die Frage ist, was macht man mit der Patientin? Also das ist ein guter Fall für eine Femto-AK. Mhm. Vielleicht kann man das auch mit einer Topolasik später kombinieren. Aber ich würde mit der Femto-AK anfangen. Noch Vorschläge? Hornhautnähte. Bitte? Hornhautnähte entsprechend. Nochmal Nähte legen. Weil ist am ungefährlichsten. Also was wir gemacht haben, ich habe dort eine phakotorische Linse implantiert mit diesen Werten minus 8, minus 7 und einer Zielrefraktion von minus 5. Wir haben deshalb keine Femto-AK gemacht, was die andere Alternative gewesen wäre, weil ich mir nicht ganz klar war über die Wundstabilität dort und weil ich auch die Sphäre deutlich verändern wollte. Sie hat ja eine Sphäre gehabt, minus 16, minus 10, also irgendwo bei minus 21 vom sphärischen Äquivalent, und die wollte ich eben auch in die Gegend des anderen Auges haben. Das waren zwei Argumente, die für sich gesprochen haben, und deshalb dachte ich mir eben eine torische Phakolinse. Ja, vielleicht zeigst du jetzt das Ergebnis mal. Hier ist das Ergebnis auch schon mal gezeigt. Aber ja, man sieht hier die KPL, ähnlich wie bei dem Fall, den wir in der ersten Sitzung gezeigt haben. Und dahinter eigentlich sehr schön passgenau die faltbare torische Phakolinse aus Silikon ist sie. Ne? Genau, das ist eine Linse, die eine große 6 mm Optik hat, weil die Patientin auch sehr große Pupillen hat. Haben wir darauf geachtet, dass wir eine große Optik haben. Sie ist exakt bei 150 Grad implantiert, wo die Minusachse des Astigmatismus auch lag. Und die Patientin sieht jetzt mit einer Refraktion von minus 4, einem kleinen Restastigmatismus, korrigiert 1,0. Ja, vielleicht fragen wir Sie mal, wie das war mit dem Sehen vorher, nachher. Wie hat das? Warum sind Sie noch einmal hergekommen, Frau? Weil leider mit der Transplantation, ich konnte nicht gut sehen, und auch mit Brillen, mit normalen Brillen, war so schlecht. Und ich habe gehört hier mit Dr. Gerner, vielleicht ich habe ein Resultat und das war gut. Im Moment ich kann gut sehen und ich bin sehr zufrieden. Okay. Wie ist es mit nachts? Haben Sie Nachtsstörungen, dann, wenn die Pupille groß wird? Eigentlich ist sehr gut. Am Anfang, klar, war ein bisschen schwer, aber jetzt ich habe kein Problem. Okay. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Okay. Sie haben ja...